Kapitel 48. Zu früh zum Sterben. Für einen weiteren Moment zögerte Aurora. Sie hatte ihre Vergangenheit immer für sich behalten, gegenüber jedem Pokémon, das sie kannte. Und doch, in diesem Moment wollte sie teilen, was geschehen war. Sie fühlte, dass nun die Zeit gekommen war. Dass Kell der Erste war, der es erfahren sollte. Der es nun wissen musste. Vielleicht war es die einzige Chance, seine Meinung zu ändern. Die einzige Chance, ihn zu retten. Meine Geschichte, also, es gibt viele Momente, die man als den Beginn der Geschichte sehen kann. Den Tag meiner Geburt, die folgenden Wochen aber, ich denke, dass es rund ein Jahr nach meiner Geburt war. Damals lebten wir zu viert auf Aralsa. Meine Familie bestand aus meinem älteren Bruder Polar, einem Vulpix wie mir selber. Meinem Vater Hagel, ein Eiswohnhunder, so wie ich heute bin. Und meiner Mutter. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich an sie und ehrlich gesagt ist mir das auch egal. Wir waren eine recht glückliche, simple Familie, auch wenn es manchmal so wirkte. Zumindest erzählte Polar mir das immer, als würde unsere Mutter sich nicht wirklich für uns interessieren. Hagel hingegen war ein toller Vater, daran erinnere ich mich sogar selbst. Jedoch auch nur bis zu diesem einen Tag. Zu früh in meinem Leben musste ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Suizid befassen. Genau wie deine Freundin war mein Vater eines Morgens einfach tot, weshalb, das habe ich nie gewusst und es bestätigte auch Polars Vermutung. Mit dem Tod unseres Vaters verließ unsere Mutter uns eigentlich sofort. Wie aus dem Nichts von einem Tag auf dem nächsten stand ich beinahe ohne Familie da alleine in den Weiten Kasoniens. Der einzige, den ich noch bei mir hatte, war Polar. Und damals, als ich selber noch nicht einmal wahrlich handeln und denken konnte ohne die Hilfe anderer, wollte er nicht aufgeben. Er selber war zu diesem Zeitpunkt immerhin schon 10, alt genug, um irgendwie auf mich achten zu können. So lebten wir für rund 5 weitere Jahre in Kasonien. Vielleicht etwas mehr, bis Polar nicht mehr weiter wusste. Der Kontinent gab uns keine Chancen. Deswegen zogen wir nach Berelo. Hier traf ich auch zum ersten Mal auf den Glauben. Den Glauben, welcher mein Bruder damals antrieb. Der Glaube an den Plot und ob du es mir glaubst oder nicht, ich hielt damals wirklich gar nichts davon. Im Gegenteil, der Plot für mich war ein seltsames Konzept, welches ich nicht einmal verstehen wollte. Es ekelte mich an. Damals stellte ich mir den Plot vor, eigentlich genau wie das, was Epsilon heute ist. Damals sah ich den Plot als eine Macht, welche die Existenz der Pokémon bestimmen will. Und dem widersetzte ich mich, so wie ich es heute auch noch tue. Jeder soll sein Leben leben können, niemand soll beherrscht werden. Ob vom Plot oder der Plot-Kaiserin und doch. Polar gab sein Bestes, angetrieben von seinem Glauben, um uns beiden irgendwie ein Leben zu schenken, welches lebenswert war. Zumindest noch für 3 Jahre. Denn in dieser Zeit, als Epsilon begann aktiver zu werden, sah auch er keine Hoffnung mehr. Nicht einmal der Plot konnte ihn noch antreiben. Er hatte für Jahre alles gegeben, damit wir leben konnten und wofür. Ein kleines Haus hatte er sich leisten können und manchmal reichte es sogar für etwas zu essen. Sein ganzes Leben gab er für eine Existenz wie diese. Mit ihm verlor ich meine letzte Familie. Mein Vater hatte sich umgebracht. Meine Mutter war weggerannt und Polar, auch er hatte sich umgebracht. Einen letzten Brief hat er mir hinterlassen, bevor er verschwand. In diesem Brief sagte er mir, dass ich mein Leben aufbauen sollte, welches ich genießen könnte. Er glaubte daran, dass ich stark genug wäre, meinen Träumen zu folgen. Der Plot habe ihm nicht mehr helfen können, sagte er, doch er würde niemals aufhören zu glauben. Und auch wenn sein Leben ein Ende fand und Polar nie sein größtes Ziel erreicht hatte, er glaubte bis zum bitteren Ende daran, dass der Plot ihm helfen würde, seine Träume zu erfüllen. Ob in diesem Leben oder danach. Dass der Plot ihm ein zweites Leben geben würde und wenn nur als Teil meiner Erinnerung. Erst als ich nun da saß, allein in dem Heim, welches er mir geschenkt hatte und den Brief in meinen Pfoten mit keinem Weg in die Zukunft. Erst damals spürte ich im Herzen wirklich die Wahrheit, die Reinheit des Plots. Damals spürte ich erst, was der Plot wirklich war. Der Plot, das ist ein Begleiter.
Ein Freund, jemand, der einen begleitet in guten und schlechten Zeiten. Jemand, der einem Ratschläge gibt fürs Leben, aber es sind und bleiben Ratschläge. Ob man ihnen nun folgen möchte oder nicht, das steht einem immer noch frei. Denn der Plot ist kein Wegweiser, keine Richtlinie. Und mit dem Plot im Herzen, dem Glauben in der Seele, lebt ich weiter und letztlich bin ich da, wo ich heute bin. Betrübt blickte Aurora zur Seite. Verstehst du es nun? Ich hab mich noch nie getraut, mit irgendjemandem über all meine Verluste zu reden. Über den Schmerz und meinen Weg zum Plot. Vielleicht denkst du doch, dass es lächerlich ist, dass ich so lange geschwiegen habe, aber es ging einfach nicht. Und vielleicht verstehst du jetzt ja auch, weshalb ich nicht zulassen kann, dass du das Leben nimmst. Meine ganze Familie habe ich an diese Pest des Selbsthasses und Schmerzes verloren. Ich kann nicht mit ansehen, wie noch mehr Pokémon unter diesem Leid schwinden. Schon gar nicht Pokémon in meinem Leben. Pokémon wie du. Pokémon, die so viel zu leben haben, es aber einfach nicht sehen. Zum wiederholten Mal kehrte Stille ein. Hatte Auroras Geschichte Kell erreicht? Wird es etwas verändern können? Ein letztes Umdenken? Aurora, was genau denkst du, dass eine solche Geschichte bewirkt? Wir sind hier nicht in einer Geschichte. Denkst du, dass solche Worte auf einmal meine gesamte Gedankenwelt in Luft auflösen können? Dass ich auf einmal beginne, mich selbst zu lieben, weil du mir diese Geschichte erzählt hast? So eine Welt ist das hier nicht. Gerade wollte das Vulnona eingreifen, immer noch nicht gewillt aufzugeben, da fuhr ihr gegenüber fort. Allerdings heißt das nicht, dass es mir am Ende nichts gezeigt hat. So wenig ich an diesem Punkt noch leben möchte, am Ende hatte ich in der Welt der Menschen niemanden. Hier allerdings, hier gibt es Wesen, die sich sorgen. Und in diesem Gewissen, wie könnte ich jemandem dasselbe Leid antun, welches ich damals durch sie erlitt, was mir damals den Todesstoß gab? Nein. Langsam trat Kell einige Stück Schritte zurück und brachte so Abstand zwischen sich und die Klippe. Ich will weder leben noch sterben. Wieder einmal bin ich in einer Zwickmühle, aus der es keinen guten Ausweg gibt. Schmerz oder Leid, so wie immer. Aber ich muss wohl damit auskommen, dass mein Leben so verläuft. Und wenn ich diese Wahl hier habe, lieber lebe ich selber Schmerz, als andere leiden zu lassen. Vorsichtig näherte sich Aurora wieder an. Heißt das, dass du bleibst? Zum ersten Mal während diesem Gespräch blickte Kell Aurora in die Augen. Fürs erste Jahr. Nicht, weil ich mein Leben genieße, sondern weil ich dir vertraue. Wenn du mir sagst, dass ich noch etwas zum Leben habe, dann glaube ich dir und schreite voran. Und vielleicht finde ich es dann wirklich oder es findet mich. So negativ diese Aussage grundsätzlich doch wirkte. Die Plotkriegerin war fürs Erste zufrieden mit den Geschehnissen. Für heute reicht es mir völlig zu wissen, dass du morgen noch hier bist, Kell. Die Sterne leuchteten am Himmel. Ein leiser Wind wehte und das Meer rauschte unterhalb der Felsen. Die kühle Brise wirkte erfrischend, gerade nach all der Panik des Tages. Es fühlte sich an, als wären Tage vergangen, seitdem Team Polar Navatra Teil der Oberliga geworden war. Seitdem war die Wahrheit über Epsilon ans Licht gekommen, ein letztes Treffen mit ihr hatte stattgefunden. Kell hatte seine Vergangenheit offenbart und auch Aurora hatte zum ersten Mal preisgegeben, was ihr Leben gebracht hatte. Und all dies war alleine an diesem Tag geschehen. Für einen Moment verweilten die beiden Teamgründer noch. Auroras Blick auf dem Licht im Himmel und Kells Blick auf seiner Teampartnerin. Eine Sache noch, Aurora. Ich möchte, dass du weißt, egal was passiert, auch wenn ich letztlich doch noch sterben sollte, es wäre nicht deine Schuld. Bitte, ich will, dass du weißt, dass ich deine Hilfe wirklich sehr zu schätzen weiß. Es ist so viel mehr, als ich verdiene. Und es ist auch der einzige Grund, weshalb ich froh bin, dass mein Selbstmordversuch am Vulkan fehlgeschlagen ist. Dann was? Sofort schreckte Aurora auf. Was war am Vulkan geschehen in der Zeit, in der Kell von ihr getrennt war? Kells Blick verriet, dass er für einen Moment vergessen hatte, dass er dieses Geheimnis wohl eher für sich behalten wollte. Am Vulkan. Nach meinem Verrat
Ich hab dort auch schon versucht, mir das Leben zu nehmen, aber gerade dort hat dann diese Kraft in mir Kontrolle erlangt und meine Kontrolle genommen. Kurz wartete er, doch das Akani merkte, dass keine weitere Reaktion von Aurora folgte. Also fuhr er mit dem Hauptpunkt seiner Ausführung vor. Also, was ich sagen wollte. Danke. Danke für alles, was du für mich tust. So selten ich es auch zeige, alleine, dass du da bist, hat mir so oft geholfen, meine Zeit in dieser Welt so viel besser gemacht. Vielleicht ist es für dich seltsam, vielleicht ist es für dich unverständlich, aber egal was passiert, Aurora. Im Prinzip verdanke ich dir alles Glück, was ich in dieser Welt spüren durfte. Du bist die Einzige, die mich jemals so bewegen konnte. Abgesehen von ihr. Was auch immer passiert, ich habe erst einmal jemanden gekannt, dem gegenüber ich mich so frei fühlen konnte. Jemanden gegenüber dem ich Liebe spüren konnte. Der plötzliche Wechsel in Kates Stimmung war nicht das Einzige, was Aurora hier aus dem Konzept brachte. Woher kam all dies auf einmal? Sie wusste nicht, wie sie all ihre Gedanken in Worte verpacken konnte, die als Antwort auf ein derartiges Geständnis würdig wären. Mehrfach musste Aurora neu ansetzen, um endlich zu zeigen, was sie dachte. Ich fühle mich wirklich geschmeichelt und du bist inzwischen ein wirklich guter Freund geworden, Kel, aber für mehr als eine gute Freundschaft kennen wir uns einfach zu kurz, denkst du nicht? Zur Erleichterung des Vulnora wirkte Kel nicht wirklich verletzt von ihren Worten. Ich weiß und du hast ja vollkommen recht. Es ist nur dummes Geschwätz von mir. Davon mache ich ja eh genug. Vergiss am besten einfach, dass ich was gesagt habe. Diese Antwort jedoch sorgte dafür, dass Aurora wieder etwas zurückruderte. Nein, es ist nicht dumm, Kel, nur zu früh. Lass uns an einem anderen Tag noch einmal drüber reden, okay? Sobald wir diesen Krieg gewonnen haben. Zur Antwort bekam sie nur ein kurzes Nicken. Und beide Pokémon verstummten wieder. Anders als Auroras Gedanken. Noch ein weiterer Punkt auf der Liste dieses schier endlosen Tages. Allerdings wusste sie nicht, hatte sie richtig gehandelt mit ihrer Antwort? Sie hatte Kel zwar nicht angelogen, doch letztlich hatte sie die Wahrheit beschönigt, so dass es ihr besser passte. Und nun hoffte sie, dass sie es nicht eines Tages bereuen würde. Es ist schon spät. Wir haben morgen recht früh ein Duell. Wir sollten langsam wieder gehen, oder? Ja, damit hast du vermutlich recht. Nur eine Sache sollten wir auf dem Weg noch besprechen, ja? Denn ich bin mir sehr sicher, dass vorhin, als du deinen Anfall hattest, Seraora darum bitten wollte, unserem Team beizutreten. Kel wirkte gleichzeitig amüsiert, aber auch etwas ungläubig. Seraora bei Team Polana Vatra. Wirklich? Würde das überhaupt aushalten? Ich gehe davon aus. Immerhin besteht sein Team nun nicht mehr und uns kennt er. Außerdem weißt du, dass er mit uns auf Augenhöhe ist. Es geht vor allem darum, ob du auch bereit bist, ihn aufzunehmen. Immerhin hatte ich nicht das Gefühl, dass du ihn sonderlich sympathisch findest.